Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ihr Lieben, ihr seht, ich habe uns was Feines mitgebracht und zwar wieder zwei Dreier Blister von dem neuen Set Astralglanz mit Evoli und Filinara. Richtig coole Produkte. Hier ist schon das Booster verrutscht, macht aber auch gar nichts. Hat ja angekündigt, dass wir durchaus auch noch was von diesem Set hier aufmachen. Ich versuche hier so ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Ich habe euch jetzt noch mal die ein oder andere Sammlung mal wieder gezeigt oder Einzelkartenkäufe. Verpasst auf jeden Fall nicht das Video, wo ich euch ja mein aktuell ja, von den neuen Karten eine Lieblingskarte euch zeige. Ist nicht meine Lieblingskarte an sich, aber auch ganz weit vorne und ist von den neueren Karten auf jeden Fall meine absolute Favorite-Karte. Verlinke ich euch das Video, zieht es euch auf jeden Fall rein. Richtig cool, könnt ihr auch mal eure Meinung dazu da lassen. Geschmäcker sind ja da doch sehr unterschiedlich, aber ich bin mir sicher, was Evoli angeht, gibt es doch hier keine zwei Meinungen. Also mag zwar nicht von jedem das Favorite-Pokémon sein, aber das Artwork ist einfach toll und Evoli ist doch auch toll. So, tolle Promo, gefällt mir. Der Coin mit Evoli, ja, ich fand die kleineren Coins besser. Meine Meinung, könnt ihr mal gerne schreiben, was ihr da so seht. Wir haben jetzt auch herausgefunden, es gibt insgesamt fünf Booster-Artworks. Ich dachte nur vier. Der gute Kimperator hat schon gesagt hier, ja, gab es auch schon in anderen Sets, konnte mir jetzt aber auch kein Set nennen. Und mir fällt jetzt ehrlich gesagt auch keins ein. Aber vielleicht wisst ihr ja Bescheid. Ich finde das immer ganz cool. Ich habe in Erinnerung, dass es immer nur drei Booster-Artworks gab. Ja. So ist das. Man kann sich auch mal irren. Und hier gibt es einen schönen Code für euch, damit ihr euch so einen Dreierblister auch mal gönnen könnt. Viel Spaß damit, macht was raus. Oh, noch ein Coin. Hey, auch kein Mensch. Wo willst du mit den ganzen Coins hin, ne? Guck mal hier. Haben wir jetzt alle fünf? Nö. Eins, zwei, drei, vier. Eine tolle Promo, oder? Eine tolle Promo. Gefällt mir richtig, richtig gut, Freunde. So, das dazu. Jo. Dann fangen wir doch einfach mal an. Ha. Also ich finde das Set gut, muss man wirklich sagen. Schon allein bei Evoli hier auch nicht ganz so geringe Rolle spielt. Gibt ja auch hier ein schönes, normales Evoli Artwork. Kriegen wir vielleicht auch gleich noch zu sehen. Allgemein viele, viele schöne Artworks. Gefällt mir richtig gut. Hier auch Arboretus, ein tolles Artwork. Ja, da, das meine ich. Und jetzt kommt hier mein Standardspruch, die in Holo, Freunde. Hier Sichlor, ne, der gute Delexa. Ja, der ist da bestimmt am Start und tapeziert sich da seine Wand voll. Liebe Grüße an dich, falls du das sehen solltest. Checkt doch mal seinen YouTube-Kanal und Instagram-Kanal aus. Verlinke ich euch oben vom guten Delexa. Der macht auch richtig geile Unboxing-Videos. So, Hisui-Snibbel. Auch eine schöne Form. Bei diesen Alola-Formen, die fand ich ja gefühlt alle schäbig. Und dahinter. Gut, dass wir die aufgemacht haben. Gut, dass wir die aufgemacht. Ich glaube, 13,95 Euro oder 13,50 Euro hat so ein Dreierblister gekostet. Die Ur-Dialga-Form. Und auch diese Goldkarte gefällt mir wirklich gut. Centering ist nicht so ganz gut, aber es sieht toll aus mit dem Blau. Also diese Goldkarten hier mit den, die so schwarz waren, also die gefallen mir so gar nicht. Ne? Also die finde ich echt schäbig. Aber die finde ich auch ganz schön. Aber ich finde die Goldkarten aus dem Sonne-Mond-Zyklus trotzdem noch schöner. Ja, muss man einfach so sagen. Ur-Dialga, gefällt mir gut. Schöne Karte. Wenn ich mich noch an die Dreierblister aus dem Sonne-Mond-Zyklus erinnere, die waren gefühlt fast alle Kacke. Muss man einfach so sagen. Hört sich hart an, entschuldigt die Ausdrucksweise. Es ist aber so. Und das hat sich ja komplett gewandelt. Auch die von Strahlende Sterne, ne? Ey, da haben wir richtig geil gepult. Schaut euch mal die Videos hier auf dem Kanal an. Das letzte Video zu den Dreierblistern Astralglanz, ey, die waren auch gut. Hoho, auch richtig schön. Oder Hot Hot. Bautz. Ach, Bautz habe ich gerne. Und Teddy Ursa. Oh, den muss man auch lieb haben.
Ich kann mich noch erinnern, als mein Neffe so klein ist, hat immer gesagt, Bär, wenn er einen Bär gesehen hat. Bär. Das war auch so putzig. Ja, wenn ihr Kinder habt oder einen Neffen oder eine Nichte, genießt die Zeit. Ne? Das ist so toll, wenn die noch klein sind, wenn die dann irgendwann so 8, 9 sind. Dann kannst du zwar mehr mit denen machen, dann sind die aber nicht mehr so putzig. Dann wollen die natürlich auch schon irgendwie ein bisschen cool sein. Und ja. Hat, jede Zeit hat sowas für sich. Ne? Und wenn ich überlege, ich habe ja als Bub auch mit Pokémon-Karten angefangen. Sieht super aus hier. Da fühle ich mich beim Auspacken hier immer wieder wie so ein Kind. Männer bleiben sowieso immer Kinder, oder? Magnetilo, auch ein tolles Artwork. Also wirklich, auch hier plaudergeil. Kein Mensch braucht dieses Vieh, wobei es eigentlich ganz niedlich ist. Aber das Artwork ist doch hier, guckt euch das mal an. Das ist doch Zucker. Togepi, wie ein Holofoil. Goldig, einfach goldig. Also zur Zeit so viele schöne Artworks. Hier, auch wieder Trassler, ein geiles Artwork. Sehr schön. Die sind zwar nicht viel wert, aber ich finde die einfach so mega. Boah, guckt euch das an. Pervers. Richtig pervers. So wie in einigen japanischen Sets, die Reverse sind. Und hier hast du dann halt wirklich so eine Reverse Shiny, ne? Strahlendes Feuerzeug. Das sieht doch pornös aus. Und das Centering ist dann noch gut. Und ah, wir haben Doppelhit. Luxtra wie Freunde. Guckt euch mal dieses kranke Artwork an. Geisteskrank, oder? Richtig geisteskrank, dieses Artwork. Kann mit Luxtra nichts anfangen, aber es sieht geil aus. Mega. Kommt auch in eine Sammlung. Definitiv. Und dieses strahlende Quajutsu. Alter Schwede. Geil, dass ich die auch mal ziehen durfte. Ich glaube, die gibt es zurzeit so auf Card Market für, was ist das, 4 Euro oder so. Also nicht wirklich was, ne? Aber sieht super aus. Finde ich, darf in keiner Sammlung fehlen. Das sind also Karten, die würde ich mir auch separat einfach holen, auch wenn ich mit den Pokémon selbst jetzt nicht so großartig was anfangen kann, also die jetzt nicht so feier. Aber ja, also super, 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 dass wir die gezogen haben. Also geisteskrankes Dreierblister, ne? Also ich habe ja schon früher auch im Sonne-Mond-Zyklus gerne mal Dreierblister aufgemacht, aber die Ausbeute war in der Regel, schaut euch das mal an, ich habe ja von Kräften im Einklang und so. Leute, ich werde nichts sagen, aber Dean Holo, guckt euch dieses Artwork an. Das in groß kannst du dir doch irgendwo auch rahmen. Also ich finde, das sieht so gut aus, das Ponita. Und auch dieses Artwork hier mit diesem komischen Vieh, das auch kein Mensch braucht. Aber hier mit der Trainerin im Hintergrund oder was das ist. Oh, eine Reverse Rare. Und dahinter Glaciola. Ihr wisst schon, ich sag's nicht. Oder doch, die in Holo. Ja, dieses Dreierblister, das loost so ein bisschen ab, aber gut, du kannst halt nicht immer Glück haben, ne? Das ist schon geisteskrank. Also drei richtig coole Pulls. Ein fetter davon. Das ist schon, Freunde. Irgendwie was stimmt mit meinem Zoom nicht. Kann doch wohl nicht hier, Freunde. Kann doch wohl nicht. Sauerei. So, Last Pack Magic für dieses Blister. Können wir hier noch was ziehen? Also das wär schon verboten. Also das ist schon... tolles Set. Ja, wenn man das Geld hätte, dann würde ich auch dieses Set sammeln. Dann würde ich ehrlich gesagt auch strahlende Sterne sammeln. Aber man muss sich ja immer auf irgendwas beschränken. Kennt ihr ja selbst. Magnetilo. Und dahinter... Rigidrago. Okay. Aber geiles Dreierblister wieder. Richtig geil. Also ich bin absolut begeistert. Absolut begeistert. Also ein bisschen hier. Aber jetzt hier, komm. Kann aber wohl nicht sein. Also ich würde ja nicht so ablosen wollen. Last Pack Magic für das Video und natürlich für das Dreierblister. Vielleicht haben wir Glück und ziehen noch was. Und wenn nicht... Ist es auch in Ordnung. Dann sind 6 Booster nur so eine Ausbeute. Das ist. Für 3 Booster ist das schon echt pervers. Definitiv. Und die Promos an sich sind ja schon. Also. Keifel finde ich irgendwie auch lustig. Hat was. Bautz ist wieder am Start. Ponita. Ach, ein wunderschönes Artwork. Voltoball auch toll. Fukano. Hier so ein bisschen im Opa-Modus. Aha, und Keldeo. Freunde, ich kann mich mit dem Holo-Effekt einfach immer noch nicht anfreunden.
Weiß nicht, wie es euch geht, aber es ist so. Eine Holo und eine Reverse Rare. Ja, gut. Ein schwaches Dreier-Blister, ein geisteskrankes Dreier-Blister. Also ihr seht, die Dinger, die lohnen sich durchaus. Also ich bin da echt angetan von. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das so fandet. Gerne auch immer Kritik, Anregungen. Und checkt doch mal Insta aus. Da kommen die nämlich auch natürlich rein. Da lade ich sie hoch. Und ja, ich bin echt, echt begeistert. Vor allem von dieser Karte hier. Also ihr Lieben, macht's gut. Euer Pokeknecht90. Ciao.